Serie, muss man ja sagen. Es gibt da ja scheinbar noch irgendwie irgendwelche Real-Filme. Die habe ich mir aber nicht angeguckt. Irgendwie 3 Stück habe ich gesehen. Aber jedenfalls, wenn eine Serie, ein Film, was auch immer, der kann noch so gut anfangen. Wenn das Ende aber scheiße ist, dann ist für mich der ganze Film gestorben. Ne, da wisst ihr ja, ich bin ja auch immer so ein bisschen konsequent, was einige Sachen angeht. Und ich muss sagen, die Serie fängt ab Folge 26 an, irgendwie ja, den Eindruck zu machen, so, dass die Macher gesagt haben, oh, es ist kein Geld mehr da, wir müssen mal zum Ende kommen. Es klingt jetzt vielleicht erstmal so, wer die Serie kennt, wird wahrscheinlich mich jetzt foltern, steinigen vom geistigen Auge, deabonnieren, was auch immer, aber tut mir leid, den Eindruck hat diese Serie einfach auf mich gemacht. So, wir müssen jetzt zum Ende kommen, ich habe zwar jetzt keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll, aber ich mach mal mit dem Altbewährten weiter und setz allerdings noch einen drauf. Ich meine, dieser L da, das ist jetzt wirklich so, wissen wer da den Anime kennt da. Dieser L ist tot und dann denkt man sich so, ja cool. Hier der Light oder Kira, der hat gewonnen. Ja cool. Und dann guckt man so und denkt so, wieso kommen da jetzt noch 10 Folgen? Macht jetzt gerade wenig Sinn. Aber okay. Also man hätte das so stehen lassen können und hätte ein ungewisses Ende machen können und hätte sagen können, jo, alles klar, Kira hat die Welt umgekrempelt, passt. Wäre ein cooles, für mich persönlich ein cooles Ende gewesen. So, nein, was macht man? Man fügt einfach mal auf die Schnelle 2 neue... Die Reihe da ist übrigens doch verkehrt. Die ist falsch. Die hätte doch weg. Oder die muss doch weg. Okay, machen wir das schnell. Nein, man fügt halt 2 neue Personen in die Sendung ein. Einen benennen wir mal einfach als N. Weil das mit L hat ja schon geklappt. Dem Kira oder Light, dem geben wir jetzt einfach den Namen L. Wo man da dann so vorsitzt, so... Hä? Warum? Warum? Naja, okay, wir gucken mal weiter. So, und dann... dem zweiten, den geben wir einfach mal den Spitznamen Mello. Warum auch immer. Und den Mello machen wir mal irgendwie ein bisschen so als Mafia-Boss. Wo ich dann wirklich davor so saß, jetzt reicht's aber. Und lassen ihn, also diesen Mello, den lassen wir dann auch nochmal ins Death Note eine Notiz eintragen. Und fertig ab. Ja, die ganze Geschichte wurde dann immer verworren, ne? Und irgendwie, es hat dann... Die letzten 10 Folgen, muss ich sagen, oder die, sagen wir es anders, die ersten 26 Folgen, die habe ich mit Freuden mir angeschaut, die habe ich richtig genossen. Oh. Hallo, Zombie. Geblockt. Treffer. Und tschüss. Ja, die ersten Folgen habe ich mir halt echt irgendwie mit Freuden angeschaut und dann kam so der Mist da am Ende, wo ich mir dann so gedacht habe, oh, warum? Warum tut man sowas jetzt? Warum tut man der Serie jetzt sowas an? Muss denn das sein? Also, ich weiß nicht, wer da anderer Meinung ist, bitteschön, der kann anderer Meinung sein. Ich habe aber wirklich das absolute Empfinden gehabt, dass das einfach so aussah wie, wir müssen jetzt zum Ende kommen und wir haben von unseren Geldgebern die Auflage bekommen, dass Kira nicht gewinnen darf. So den Eindruck hat die Serie auf mich gemacht, beziehungsweise hat das Ende eindruckstechnisch hinterlassen. Und da denke ich mir wirklich so, ey, tut mir leid, wenn das Ende jetzt irgendwie scheiße ist, dann ist irgendwie der ganze Kram, denn dann war das Ganze irgendwie für mich eine Zeitverschwendung, dass ich mir das angeguckt habe. Ich meine, ich komme ja auch so mit vielen Enden von Filmen und so weiter, da komme ich gut mit klar, da kann ich gut mit leben, ohne Frage. Aber das war... Ja, das war irgendwie für mich ein Satz mit X. Das war wohl nix. Also das kann ich auch gar nicht anders beschreiben oder so. Nee, den hier wollte ich mal rausziehen. So. Das kann man auch wirklich, oder kann ich auch wirklich überhaupt nicht anders beschreiben. Das war so ein komischen Kram da zum Ende hin. Vor allem, weil es hat sich irgendwie alles wiederholt. Also so getreu dem Motto, man konnte schon irgendwie vorher ahnen, was passiert. Außer jetzt halt mit der Fälschung des Death Notes, was ich dann auch für völlig überzogen gehalten habe. Also da, ich weiß nicht, ich hätte da ein anderes Ende hätte ich...
eher bevorzugt als das, was da jetzt beim Ende rauskam. Ja, Animes, da könnt ihr mir auch gerne mal, außer natürlich so Leute wie ein gewisser, ich weiß gar nicht, wie er sich bei YouTube nennt, Klatto90, glaube ich, nennt er sich, ne? Also ansonsten, wer da so irgendwie Erfahrungen und so weiter mit Animes hat und da mir auch mal, gerade mir mal einraten kann, außer Elfenlied bitte und Black Butler, habe ich schon gesehen, ja, gut, Elfenlied war jahrelang mein Lieblingsanime, wobei ich sagen muss, da ist eigentlich im Prinzip, nee, ist eigentlich das gleiche wie das, ich muss mal nebenbei sagen, das Gras hier, das hat mich schon die ganze Zeit aufgeregt. Elfenlied hat irgendwie genauso ein Ende, so. Das sieht auch irgendwie aus wie hingekritzelt, so. Ja, ich muss jetzt mal zum Schluss kommen. Ja, ich lass Lucy dann einfach mal sterben und sag so, oh, Entschuldigung. Ich dachte, das kommt beim Zuschauer an. Ja, also, so wirkt das irgendwie manchmal. Wie habe ich mir gerade rausgenommen? 3. Jetzt sind es 4. So. Dann machen wir die doch erstmal hier zu diesen anderen Dingern da. Steinziegeln. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Moment kurz. Feuerzeug liegt auf der linken Seite. Ja, genau. Also wenn ihr da irgendwie einen Vorschlag habt, irgendwie von einem Anime, von dem ihr so absolut überzeugt seid und sagt so, Mensch, Trivolo, wenn du jetzt so Animes für dich entdeckt hast, dann schau dir doch mal bitte folgenden Anime an, ne? Also ich nehme da gerne alle Antworten oder alle Vorschläge entgegen, bis auf natürlich die von Klatto, weil der ist so quasi, ne, weißt du, das ist mein Hehler, was Animes angeht. Ne? Ja. Also wenn ihr da was habt, tut euch da keinen Zwang an, oder wie heißt das? Das will ich jetzt mir mal gerade hier offen lassen. Ich glaube, die Kohle breche ich da nämlich gleich mal raus. Aber dafür muss ich erstmal irgendwie einen Taschenplatz kriegen. Und indem ich hier immer mehr wegreiße, kriege ich ganz bestimmt keinen Taschenplatz, sondern eher gegenteilig, weil ich kann... Doch, Dirt kann ich aufnehmen. Ha, war auch noch falsch. Ha, tolle Wurst. So. Dann reißen wir das Ganze hier mal eben weg. W-E-C-H. Weg. So, dann Steinziegel. Ziegeln wir mal los hier. So. So und da. Und dann hier nochmal. Nur da vorne irgendwie die Kohlen will ich offen halten. Machen wir mal bis hier. Und dann ziehen wir hier nochmal ein bisschen weiter den ganzen Mist rein. So. Und so. Und hier nochmal. Da. Zack. So, dalle. Gleich ein paar Fackeln. Auf jedem zweiten. Wie habe ich das hier gemacht? Auf jedem vierten, ne? Oh. Ups. Da und da. Und die beiden. Die beiden. Und die beiden. Mhm. Das würde hier auf jeden Fall schon mal passen. Wenn wir jetzt auf jeden vierten einsetzen. So, drei, da. 1, 2 und 3 und da. 1, 2. Hm. Den will ich jetzt aber nicht weiter rausziehen. Das ist ja blöd jetzt. Nee, pass mal auf. Weißt du, was wir machen? Wir machen das anders. Und auf dem fünften. 2, 3, 4, 5. Echt? 2, 3, 4. Genau, jeden fünften. 2, 3, 4. Im fünften. Im fünften. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und auf dem fünften. Die beiden weg. Die beiden schon mal weg. Fünften. 3, 4 auf dem 5. Der passt schon wieder. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 auf dem 5. 2, 3, 4 auf dem 5. 1, 2, 3, 4. Quasi hier. Dann ziehen wir nämlich den Tunnel bis hier vorne hin.
Könnten wir so machen, ja. Finde ich gar nicht schlecht, die Idee. Es fehlt mir wahrscheinlich genau ein hellblau gefärbter. Nee, passt genau. Geil.